Moin Moin, willkommen zurück beim PlayStation Front Twitch Stream mit Bloodborne. Vorhin haben wir noch davon gesprochen. Ich werde es jetzt tun. Beziehungsweise ich habe es schon getan. Ach ja, komm. Mich blöd dran stellen? Nein, das schaffe ich auch so. Nee, ich werde. Ich habe ganz einfach mal kurz gelesen, was ich bei dem Boss machen kann. Und Tatsache, dass ich den oben targeten kann, das hat einen Sinn. Oh ja, super. Ich kann nämlich ihn stunnen. Und das soll wohl gehen, wenn ich dran schieße oder Molotow-Cocktails scheinen ganz effizient zu sein. Das habe ich ja schon gesehen, deshalb war vorhin meine erste Überlegung auch schon. Ich grinde jetzt ein bisschen Erfahrung. Lange wird das jetzt hier gerade nicht gut gehen. Und kaufe Molotow-Cocktails wie ein Blöder. Und Öl, denn dann soll das noch effizienter sein. Weil, ich habe jetzt kein Land gesehen und auch keine wirkliche Idee gehabt. Und gerade dadurch, dass meine Waffe kaputt ist, habe ich da jetzt wenig drin gesehen, das so weiter zu versuchen. Dann lieber einmal lesen, wie man es machen soll, als stundenlang rumzuärgern. Ach komm. Targete ihn nochmal. Jawohl. Heilung, jawohl. Zwei, nice. So. Wo gehe ich jetzt hin? Ich meine, ich bin ja fast tot und eigentlich will ich die Heilung nicht verschwenden. Ja, okay, sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber nützt ja nichts. Ich hoffe, ich kann dann das Zeug reparieren. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn einer von euch Bock hat, ich habe jetzt nur mal ganz kurz geguckt und nicht wirklich gefunden, wo ich das Werkzeug herkriege, denn ich brauche unbedingt das Werkzeug. Sonst bin ich hier angeschissen. Dann kann ich eigentlich fast neu starten, oder? Wenn meine Waffe kaputt ist, dann kann ich hier mit Fäusten auf die einprügeln. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. 180, boah, und die auch. Ja, das war's schon. Kann ich irgendwas verkaufen vielleicht noch? Blutcocktail, komm weg. Weiß ich nicht, was das ist. Weg. Erlangen. Jawohl, her damit. Ein Matrix-Spiel, ja klar. Pass auf Neo, ja, das war mega kacke. Hast du nichts verpasst. Das Geile war auch, wenn man da die Grafikeinstellung auf niedrig gestellt hat, es gab so Sequenzen, wo man fahren musste mit Autos und dann waren die Räder viereckig von den Autos. Das war sehr, sehr schlimm. Sehr hässlich. Also ganz furchtbar. War echt Schrott. Das kam so nach Max Payne raus irgendwann und hat versucht auch so ein bisschen vom Gameplay her was ähnlich zu machen, aber das hat null funktioniert. Ach ja. Ja, komm. Man kann natürlich auch unnötig Schaden nehmen, ne? So wie ich das jetzt hier mache. Oh, warum nimmst du denn jetzt das Target raus? Was ist denn das für eine Verarsche?
Das gibt er mir ganz gut Kugeln, ne? Sieht crappy aus, ja, war auch kacke. Sieht heute natürlich noch beschissener aus, ja. Moin Seelenkrieger! Sehr gut ist das Spiel bis jetzt. Ich stelle mich nur ein bisschen blöd dran vielleicht. Es ist schwer nach wie vor. Es ist schwer, aber das gehört ja dazu, ne? Das muss ja so sein, sonst wäre es kein Dark Souls. Und die sterben trotzdem noch mit einem Schlag. Naja, ist ja ganz nett, ich meine. Hörst du auf, du Arsch. Oh. Okay, muss ich doch eine Heilung einsetzen. Scheiße. Okay. Ach Mann, ey. Ist er tot? Ja. Ach, sinnlos. Ich versuche Heilung zu bekommen und verbrauche Heilung. Das ist doch Müll. Kann ich mit der Eulen hier vielleicht nochmal reden? Ich kann hier aber nichts anderes auswählen. Scheiß. Ich glaube, gegen die hier macht das gar keinen Sinn zu kämpfen. Der hält so viel aus. Schon normalerweise. 34, es ist so lächerlich. Der wäre normalerweise schon tot. Schon lange. Zumindest droppt der zwei Fiolen. Okay, gut, ich gehe wieder zurück, weil da unten mehr von denen macht wenig Sinn. Da verliere ich nur mehr Gesundheit, ohne dass ich irgendwie groß Nutzen von habe. Geht die Waffe eigentlich noch mehr? Minus 20, ja, 46. Die hält fast gar nichts mehr aus. Scheiß. Und falsch gelaufen. Nee. Ach, ist das ärgerlich, ey. Tja, ja, ja. So ist das. Wenn man das vorher alles gewusst hätte, war, hätte ich mir mal vorher einen Guide durchgelesen. Nein, ich muss es ja alleine probieren. Dann nützt mir auch nichts zu leveln, wenn die Waffe Schrott ist. Nur 4, ach Gott. Krankenzimmer. Da gibt es auch keine einfache Erfahrung. Nützt mir auch nichts. Tja. Ich habe hier nebenbei den Guide noch auf. Ich weiß nur leider nicht, nach was ich suchen soll für das Werkzeug. Weapons.
Ja, allein ist doch super, aber ich bin nicht so frustresistent. Und ich will jetzt unbedingt wissen, wie ich die scheiß Waffe reparieren kann. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will mich ja auch nicht spoilern, aber das nützt mir ja alles nichts. Ich komme so nicht weiter. Ich finde nur nichts. Characters vielleicht. Steht gar nichts drin, super. Ach, ist doch scheiße. Sucht die Werkstatt, ja. Das weiß ich, aber das nützt mir leider nichts, wenn ich das Werkzeug dort noch nicht habe, ne? Das ist ja das Blöde. Ach komm. Ach! Das Spiel ist super, Volt wie, aber ich bin nicht so gut, scheinbar. Du warst? Nein, Geizkragen. What? Alter! Ich hab den noch nie so weit kommen lassen, dass er schießt, aber der geht ja richtig ab, der Opa. Na krass. Eventuell habe ich es nur übersehen. Tja. Ich wüsste jetzt nicht so richtig wo. Schon vorstellen, dass das irgendwie nach dem Boss oder so, wenn ich es wirklich erst nach dem Boss krieg, ja dann Prost Mahlzeit. Ist ja jetzt auch nicht so, als könnte ich abspeichern und sagen, na jetzt habe ich 20 Heilung, ich speichere ab und dann lade ich immer wieder den Spielstand, wo ich auch die Heilung habe. Nee, ist ja nicht. Das ist ja die Scheiße. Umso länger ich grinde jetzt hier, umso mehr geht meine Waffe auch kaputt. Ach komm, du Fickvieh. Ach, leck mich doch, du Pisser! Mann! Oh, leck mich. Okay, ich mach gleich mal Pause und muss. Ich guck dann wirklich, wo, dass ich die. Scheiß Werkzeug sind. Das hat so keinen Sinn. 4 Heilung gekauft, 2 schon wieder hier verbraucht jetzt. Ja, ich mache jetzt mal Pause und gucke, dass ich das Ding finde. Bis gleich. Beziehungsweise ihr hört mich zumindest noch.